Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir, dem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake für die PlayStation 5. Wir haben letztens in der letzten Folge wohl das Labyrinth geschafft, ich hoffe es zumindest, weil das war echt nervig. Und sind jetzt hier irgendwie auf einem Friedhof angekommen. Und was ist hier erwartet? Das schauen wir jetzt mal. Allerdings muss ich ja speichern, denn ich habe nicht gespeichert. Das machen wir jetzt noch schnell. So, jetzt schauen wir uns den Friedhof hier mal an. Erstmal die Heilung hier nehmen. So, wir können jetzt hier diese Grabsteine hier. Ah, nicht alle. Miriam K. Verräterin. Walter Sullivan. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Okay. Was steht hier? James Sunderland. Eddie Dombrowski. Eddie? Angela Orozco. Hey, das sind doch die Charaktere, die wir. Einmal Eddie. Aber ich kann nur in das eine Grab irgendwie was machen. Na, dann machen wir das doch mal. Reinspringen oder was? Na, natürlich. Er will das nicht machen. Der in schwarze Löcher reinspringt. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Hier noch tiefer, ernsthaft. Wir erreichen bald wirklich den Mittelpunkt der Erde. Lecker. Eddie. Couldn't leave well enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. How many times do I have to kill you? Eddie. Whoa, Eddie. It's me. Oh. Hi, James. Doing. What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit! You make me sick! You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin! Why don't you just kill yourself? Well, maybe he was right. So James da unten, oder? Maybe I am. Nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh! Eddie. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want. Shut up! You think I'm stupid? You think I don't see it? But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Komisch. Aber die Leiche hier, das ist doch. Nee, doch nicht.
sah auf den ersten Blick aus wie James. Ah, wobei. Wo sind wir? Ich habe immer noch keine Karte. Do you know what it does to you, James? Was jetzt? When you hated, picked on, spit on. Jetzt ein Bossfight gegen Eddie oder was? Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died and curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Haben wir jetzt echt einen Kampf gegen Eddie? Now it's your turn, James. Das ist wirklich sein Ernst. Was ist dein Problem, Junge? Man hört ihn gut. Du kleine Morde. Ich dich aber auch. Hör dich. Der Kampf war eigentlich total unnötig. Aber ich habe mich nur verteidigt. Da brauchst du keine Vorwürfe machen, James. Er hat angefangen. Er wollte dich zuerst töten. Ich habe einen Menschen umgebracht. Ist er wirklich tot? Okay, gibt's eigentlich noch Munition? Computer sagt nein. Ciao, Eddie. Wir haben dich kurz gekonnt. Was auch immer mit dir los war. Ernsthaft? Wir sind wieder in... What? Das soll einer verstehen. Du gehst ungefähr, keine Ahnung, 50 Kilometer nach unten, springst jedes Mal in irgendein Loch rein und am Ende bist du anscheinend trotzdem wieder in Silent Hill oben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles nur in James seinen Kopf spielt. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Brauchen wir jetzt speichern? Ja, komm. Können wir machen. Ring! Ah! Ich wollte keinen neuen Spielstand. Egal. So, wir haben keine Karte. Gibt's hier was?
Das Boot. Oh, wir sollen Boot fahren. Warte. Achso, mal gucken, ob es noch was gibt. Schau, ich keine Karte habe. Ich würde echt mal interessieren, wo wir hier genau sind. Okay, dann fahren wir halt Boot. Hätte er L2 gedrückt, um mit dem linken Pfeil zu hätte er drei erreicht. Vorwärts zu rudern. Okay. Wohin paddeln wir jetzt? Man sieht aber auch nichts durch die Suppe. Okay. Sind wir Richtung Mond oder was? Oh, was ist jetzt? Seller geworden. Ich habe noch keine Karte. Gibt es doch bestimmt irgendwo eine Karte. Da. Lakeview Hotel Garden. Oh. Okay. Kleiner Spoiler. Das hier ist das vorletzte Gebiet. Denn wir müssen jetzt das Hotel machen und dann auch die Alternativwelt von dem Hotel und dann sind wir am Ende. Ja, kurz umschauen, ob da was Schönes liegt. Munition zum Beispiel. Das wäre immer gut. Sieht aber nicht so aus. Bin echt mal auf das Ende gespannt. Eigentlich müssten hier noch so viele Fragen beantwortet werden, die wahrscheinlich gar nicht so wirklich beantwortet werden. Es gibt übrigens mehrere Enden. Also, ich weiß nicht, wie viele insgesamt. Aber es gibt mehr als eins. Okay. Er wird nochmal sicher gehen.
Erreiche das Lakeview Hotel. Hier ist bestimmt auch alles zu. Vorerst. Ah. Aber hier. Der Einsame aus dem Osten entflieht der Sicherheit des Wassers. Er ist verloren, atemlos. Aha. Denke mal, wir müssen zum Eingang. Ha. Da ist der Eingang. Dann gehen wir nochmal zum Eingang. Welcome back. Ich warte auf dich. Wo sind wir denn? Das ist dritten Stock. Okay, aber wir sind jetzt erstmal hier. Dann schauen wir uns mal um hier. Zu. Die ist offen. Schlüssel zum Zimmer 312. Und Schmuckschlüssel. Okay. Sehr geehrter Mr. James Sunderland, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Videokassette, die Sie bei Ihrem letzten Aufenthalt in Ihrem Zimmer vergessen haben, gefunden und in den Mitarbeiterbereich im ersten Stock gebracht haben. Wir werden sie im Hotelsafe aufbewahren und Ihnen so bald wie möglich zurückgeben. Okay. Ja, das wird noch eine Weile dauern, ja. Ah, Verzeihung. Speicher brauchen wir jetzt noch nicht. Wollte ich sagen, geh mal erstmal rechts lang. In die Cafeteria. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt das Hotel hier noch in der normalen Welt, glaube ich. Und dann noch Alternativfeld und dann sollte es das gewesen sein mit. Oh, noch ein Schlüssel. Mit Silent Hill 2. Aber das dauert noch ein bisschen. Da können wir eine Wand einreißen. Das machen wir doch auch gleich mal. Weißt du noch dieses seltsame Buch, das du vorhin gefunden hast? Vor ein paar Stunden kam ein ziemlich seltsamer Kauz herein und behauptete, es gehört ihm. Ich wollte nur, dass er so schnell wie möglich geht. Also habe ich es ihm gegeben. Keine Ahnung, woher er überhaupt wusste, dass es hier ist. Ich glaube nicht, dass er jemals hier zu Gast war. Daran hätte ich mich erinnert. Ich bekomme es nicht aus dem Kopf. Sagt uns das noch was? Na, mal schauen. Okay, das war's jetzt hier. Ehrlich? Wo sind wir jetzt? Ah, wir sind wieder am Anfang. Okay. Gucke ich nochmal, ob die Tür geht. Das wäre. Oh. Geht's hier raus? Nein. Sieht man eigentlich, wenn man nicht mal mehr rausgucken kann. Hier war noch irgendwas. Ah. Und hier fehlen drei Sachen. Verstehe. Oh, hier gibt Schränke mit Glas. Aber nichts drin. Hier auch nicht. Okay. Und hier ist dicht. Gut, dann müssen wir wohl zum Mitarbeiterbereich. Ah, wir haben da ja auch noch Räume. Oh. Da sind noch einige Räume. Hoch können wir auch. Ich würde erstmal hier gucken. Closet. Hier läuft irgendwo Musik.
Staff only. Did I scare you? Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh, yeah. Wanna read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I, took it from her locker. My dearest Laura. I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now. In a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Huh. Laura. How old are you? I turned 8 last week. Damn it. Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you. You know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura. War ja klar, dass es wieder verschwindet.
Laura's Brief. Wir können jetzt raus hier, oder was? Ah ne, was sie gemalt hat. Okay. Hat es jetzt drüben aufgemacht für mich? Laura. Oder so. Ah, sie macht für mich auf. Das ist nett. Das war nett. So viel. Wir sind Gegner. Seine Reichweite müssen wir noch ein bisschen überarbeiten. Ey! Komm, der Sack her! Das war mies. Das war echt mies. Mit schwerem Herzen überbringen wir die Familie von Sheen Mitchell die Nachricht von seinem Tod. Die Trauerfeier findet um 11 Uhr in der St. Stella Church in South Wales, Kreuzung Nathan Ave, Nelly Street statt. Im Anschluss an den Gottesdienst werden wir einen kleinen Empfang in Sean's Elternhaus geben. Okay. Oh ey, immer diese leeren Schubladen. Oh, war sogar der richtige Schlüssel. Okay. So. Okay, es war jetzt nur für Munition und Heilung. Also nichts sehr Wichtiges. Na, dann schauen wir uns in dem Hotel mal weiter um. Hier war zu. Da hinten ist wieder was. Ah ja. Wieder leere Schubläden, wa? Ah. Ja. Ja. Hier ist ein Bild. Aftermath. Danach. Wow. Ja, wer hat nicht Munition in seinem Badschrank? Ach, falsche Waffe. Habt ihr im Hintergrund gesehen, wie da jemand weggelaufen ist? Bleib tot. Vergiss es. Dich habe ich diesmal gehört. Legt mich einmal rein, aber nicht zweimal. So, wo sind wir hier eigentlich gerade? In die 106 kann ich rein, echt? Ah, ist ja offen. Schade. Warum eigentlich immer Pistolenmuni? Schrotflinte wäre schön. Oh, hier kommen wir von außen jetzt rein in die Zimmer. Gar nicht. Ups. Wahnsinn. Cool, das brauche ich eigentlich nicht testen. Aber hier kommen wir rein. Shortcut aufmachen.
geht's hier hin? Hä? Mit dem Flur? Ernsthaft? Wahnsinn. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, nur 105 kommt man nicht rein. Okay. Haben wir. Ja, trotzdem nach unten gucken. Boah. Der hat mich jetzt erschrocken. Wo kam er denn auf einmal her? Aber gut reagiert von mir, oder? Könnt mich auch mal loben. Das ist Zimmer. Was ist ein Zimmer? 107. Ja gut, das sehe ich auch hier. Der hat mich jetzt echt erschrocken, ey. Hallo, jemand da? Scheinbar nicht. Schlüssel zum Morgenrotflügel. Wo ist denn der Morgenrotflügel? Keine Ahnung. Jetzt alles. Oh, hier geht's wieder raus in den. Ah, okay. Müssen wir ja wieder zurück oder ging jetzt die Tür hier vielleicht auf? Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Okay. Dann müssen wir wohl in die nächste Etage. Genau. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Etage. Oh. Mehr bringt mir das hier unten jetzt nicht. Nö. Also schau mal hier rum. Wo guckst du hin? Okay. Hier ist zu. Ah. Also solche Schlüssel kommen wir hoch. Hier krabbelt wieder einer. Stalwart to the end. Standhaft bis zum Ende. Okay, ich kann nicht mehr das Buch lesen. Hochmut kommt vor dem Fall. Einfach mal ein paar Bücher einstecken. Was? Ich brauche mehrere Bücher. Ah, okay. Ja, ich lasse jetzt das mal da drin. Hier ist noch eins. Und hier ist noch eins. Das wäre jetzt so krass gewesen, wenn es jetzt per Zufall das Richtige gewesen wäre. Manchmal klappt es probieren, aber nach was soll ich denn hier sortieren? Das ist Löwe, Stier, Adler und Hahn.
Aber nach was soll das denn sortiert werden? Ah, warte mal, hier. Ah. Löwe, Stier, Adler. Ah, war ich doch fast richtig. Löwe, Stier, nur die müssen getauscht werden. Nee, war doch richtig. So ist es doch richtig. Löwe, Adler, Stier und Huhn. Hä? Oder spiegelverkehrt. Also so. Ne. Passiert nichts. Ah. Umgedreht. Ah. Ja, fast hatte ich es gehabt. Okay, wo sind wir denn jetzt? Fast wäre es richtig gewesen. Was gibt's hier alles? 217. Es wirft immer nur mehr Fragen auf. Wow. Geil. Keine Ahnung. Ach, da, an dem, bei den Bildern finde ich anscheinend die Lösung für die. Für den Koffer. An den Orden. Okay. Hier scheint es noch mal sehr, sehr viele Rätsel zu geben. Also. 217, das ist ja hier auf der Etage. Und zwar ist das links unten. Make-up-Spiegel. Der Koffer ist aber auch nicht markiert, komischerweise. Hm. Aber gut, Leute, ich würde sagen, was uns hier in dem Lakeview erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Silent Hill 2, dem Remake. Ich werde jetzt nochmal speichern und wir machen dann an dem Punkt in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, sage ich, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.